Ganz ruhig, ich bin ja da. Ruhig? Diese Tunichtgute da draußen sprachen davon, mich zu verbrennen. Mich! Wenn sie mehr als eine Gehirnzelle hätten, wäre ihnen klar, dass ich unversehrt und in den drei Besen mehr wert bin. Warum das? Ich bekomme so viel mit. Ich bin eine wahre Schatzkammer an Informationen. Jetzt stehen sie da nicht einfach herum. Ich muss zum Abendschnaps zurück sein. Ohne mich ist in der Bude nichts los. Was, wenn ich sie nicht zu den drei Besen zurückbringen will? Was in aller Welt meinen Sie? Was, wenn ich sie in den Eberkopf bringen würde? Er hat einen guten Ruf. Wie überaus amüsant. Zum Abendschnaps bringen wir sie zurück. In die drei Besen, bitte. Man vermisst mich sicher schon sehnlichst. Und ja, auf jeden Sie Fall. Mich gefälligst vorsichtig, ja? Meine Hosen sind schon ganz zerknittert. Auf einer goldenen Sanfte sollen wir ihn auch noch. Wo haben Sie mich hingebracht? Es ist stockduster hier. Das werde ich nicht dulden. Hör mal auf zu labern. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. So. Wo ist denn das? Wo soll man denn hin? Der Eberkopf. Das kriege ich jetzt aber nicht zurück. Na komm, das mach mal hier. Mach mal eine kurze Reise. Eine schnelle Reise. Das sieht fast so aus, als ob sich das Hogwarts Legacy Projekt langsam aber sicher seinem Ende zuneigt. Jetzt gehen die Sidequests aus. Die Midgeist-Monde können wir noch fangen. Der dänische Schlüssel. Dann müssen wir noch irgendwie auf Level 34 kommen und dann. Was soll das bedeuten? Das sind nicht die drei Besen. Stimmt genau. Dies ist der Eberkopf. Sind Sie in einen Kessel mit Blödtrank gefallen? Sie haben mich zum falschen Ort gebracht. Es ist absolut abstoßend hier. Oh, versuchen Sie es doch mal. Vielleicht gefällt es Ihnen. Bitte! Sie können mich hier nicht zurücklassen. Bitte! Viel Spaß in Ihrem neuen Heim, Ferdinand! Hey! Eigentlich würde ich sie beide rausschmeißen. Aber mir gefällt der vornehme Kerl. Zielübungen. Bitte, Sie können mich nicht hier lassen. Dieses Elend verträgt sich nicht mit meinem Teint. Kenne ich nicht. Ein Porträt in der Patsche. Hallo Homura. Wir können was aufschließen.
Velio. Das mag ich in dem Geist-Modus. Du gehörst mir, Demigeist. Das ist ein gutes Stichwort. Wir gehen jetzt mal den Geistmonde sammeln. Und mal Zeugs verkaufen. Wo wir schon mal in Hogwarts sind, in Hogsmeade sind, können wir gleich mal verkaufen gehen. Ach verdammt. Hallo Homura. Erstmal überall einbrechen gehen. Das macht man. Ja. Der Besenladen. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Suchen gar nichts. Verkaufen würde ich. So. Kommt wieder ordentlich Geld in die Tasche. Danke fürs Vorbeischauen. Ja. Hoffentlich bis bald. Hab mich gefreut, Geschäfte zu machen. Ja. Revelio. Revelio hilft beim Suchen. Jo, von Seiten. Aber auch der Demon Geist Monde. Revelio. Ich glaube, hier waren wir schon. Demon Geist Monde aus diesem Laden hatten wir schon. Da haben wir schon eingesammelt. Wetzel und Schuftrollen war das hier. Und drei Besen haben wir auch schon einen gefunden. Der war oben in einem Seitenzimmer. Die sind auch noch nicht durch. Oh, kein Fleischereistand. Also, wo geht's denn jetzt hier wo lang? Ist Jay Pippins. Waren wir hier schon drin? Nein, waren wir noch nicht.
Jetzt haben wir Stufe 2, jetzt können wir da rein. Zum Glück ist es nachts. Aha. So, wie viele Dingesmonde brauchen wir denn noch? Nicht, dass wir hier weiter suchen und eigentlich das schon haben, was wir brauchen. Stufe 34 hat sich nicht geändert. Okay, 8 brauchen wir noch. 7. Dann gucken wir mal rein. Hier sind wir völkisch eingebrochen. Oha. So, next. Starten wir mal den Eberkopf vom Besuch ab. Wir spenden können wir gerade nicht. Hallöchen. Den hatten wir mal eine Quest. So, der Eberkopf. Hier hatten wir im Hinterraum einen. Das haben wir aber schon abgeholt. Hier ist noch ein Wohnhaus, vielleicht. Das ist Stufe 3. Okay, da können wir gerade nicht rein. Können wir hier rein? Können wir. Okay, die Musik ist ein bisschen ablenkend. Zum Schloss knacken. Ich hab's trotzdem geschafft. Schlossknackerei. In meine Truhe. Rebellio. Da ist noch eine Truhe. Können wir gleich mal schön verkaufen gehen. Ein bisschen neues Geld dazu bekommen. Okay, hier ist nichts. Sieht so aus, als wäre hier keiner Team Guest Figur vorhanden. Rebellio. Oder doch? Hat sie noch einen Keller? Das was ominöses Blaues. Neue Instrumente sind teuer. Nicht rein. Wir können leider nicht.
Schöner Blick auf Hogwarts. Bitte! Ich will hier nicht als Zielscheibe enden! Zu spät. Was haben wir hier? Ich könnte Gold gebrauchen. Nehmen wir ein Schloss, was wir nicht knacken können. Nicht. Und hier einbrechen? Nö. Können wir rein? Weil wir vielleicht schon aufgeschlossen haben. Schlafzimmer von anderen Leuten rein. Das ist eine Kugel, aber nicht die Kugel, die ich suche. Hier sieht ja auf der Rebellion-Map irgendwas aus. Und nach das, was ich suche, hier war ich schon, sind die Kisten offen. Rebellion. Ich knack dann mal einfach Türen. Hier können wir rein. Dann habe ich hier auch schon gesucht, dann brauche ich hier nichts. Okay, jetzt noch Schluss. Professionelle Einbrecherin. Revelio. So viel von der Kiste. Klamotten. Nur die Demon-Guest-Figuren, die zeigen sich eigentlich auch relativ gut. Wenn sie denn mal in der Nähe sind, dann sieht man sie auch durch Revelio. So. Jetzt wackelt es aber ziemlich heftig. Na komm. Wieder 2 FPS, die ja schon. Ach, die sind wohl in den 3 Besen. Die wollen wir nicht rein, die haben wir schon. Bingo und Blage, was auch immer das heißt, was das für ein Name ist. Und das ist eine Tour. Hier kann man nicht rein. Revelio. Oder doch? Aha. Das ist eine Tür, aber wir können da nicht durch. Faszinierend. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Okay, ist eine Truhe.
Noch die Arme. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Häuser? Aha. Rebellio. Den wollen wir ja auch noch nicht. Oder doch. Muss ein Narren sein. Hier waren wir schon. Und wir werden das ist hier. Immer noch die Straße lang. Das sind die drei Besen da. Muss ich rein. Loots and Loots. Haben wir hier schon drin? Erstmal den Snack nehmen. Revelio. Tatsächlich waren wir hier noch nicht. Geöffnete Kisten. Im Musikladen. Ich sehe ein Schloss. Irgendwie nach oben. Ich sehe keinen Weg nach oben. Es sei denn, es gibt hier irgendwie von außen eine Treppe rauf. Auf geht's nach Hogsmeade. Aha. Hallo, Homura. Die Hintertür. Meisterschlossknackerin. Gibt's hier? Rebellion. Hier diese Kiste. Tja. Ein bisschen Geld einsammeln. Da sind wir nach wie vor bei einem. Läuft gut die Suche. Wir können weiter mit ein bisschen. Bei der Mühle waren wir noch nicht. Jetzt sollten wir da mal nachgucken.
meinem NPC. Revelio. Modden. Lumos. Ui, das finden wir doch nie. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ah ja, hier gibt's nicht mehr zu sehen. Okay. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Können wir hier rein? Können wir. Aha. Ja, dafür ist bis leider Tag. Das lässt sich aber ändern. Du gehörst mir, Demigeist. Ganz genau. Weiß bloß nicht, was das den Hausmeister juckt, hier in verschlossenen Häusern. Die Kiste war sehr laut. Sind die hier schon fast außerhalb von Hogsmeade? Hogwarts sind auf jeden Fall schon draußen. Können wir mal wieder hingehen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Mal wieder rein nach Hogsmeade. Schade, dass die Werkbänke und Schmiedehämmer und so nichts bringen. Dass man da nicht die Klamotten irgendwie verstärken kann oder so, dass man da nichts... Ja, erstmal Steine flitschen. Die Zeit muss sein. Okay, das war das Tiergeschäft, oder? Ja, war's. Wollen wir grad nicht rein? Waren wir hier schon drin? Nein, waren wir noch nicht. Hallo, Homura. Du gehörst mir, Demigeist. Demigeist Mond Nummer 3. Revelio. Hier ist noch eine Truhe und ein Sack. Auf geht's nach Hogsmeade. Okay.
Wo sind wir nochmal? Ich habe mich gerade ein bisschen verirrt. Ah, hier sind die drei Besen wieder. Immer auf die Map noch geguckt. Gibt es eigentlich einen Kompass, der mir sagt, wie die Karte ist? Ich denke mal, das ist Osten. Trinken und Feuer machen. Schloss auf Stufe 3. Mal das Haus, wo wir nicht reinkommen. Ich finde, es wird nicht genug über die Vergangenheit. Stufe 3. Kommen wir eh noch nicht rein. Später vielleicht. Bing und Pledge. Da waren wir eigentlich schon gerade eben drin. Rebellion. Da gibt es auch nichts mehr. Steckt dich gerade ein bisschen fest. Stufe 3, wie schade. Komm ich denn in das Haus rein? Incendio. War das nicht aufklickt, dann weiß ich auch nicht. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Mich auf dem Weg nach Hogwarts machen. Da sind bestimmt auch noch ein paar. Ein paar Teams, die das Muniver verpasst haben, versteckt. Schnellreisen würde ich jetzt nicht machen. Aber einmal ein kleines bisschen fliegen können wir. Auf geht's. Ein bisschen Tempo. Das ist zu viel Tempo. Aber wir kommen trotzdem an. Und in den Turm hineinfliegen vielleicht. Einmal landen bitte.